Hallo meine Lieben. Seht ihr, hier in Bar passiert eben immer irgendwas Spannendes. Ich sitze hier so bei mir, in meinem großen Zimmer, sehe so diese Lichter da und denke mir, hä, was wollen die denn? Und gerade um diese Zeit, ich sei jetzt hier irgendwie 1 Uhr nachts oder so. Und denke mir so, wollen die meinen, sind die gekommen, um meinen Baum mitzunehmen? Seit wann macht denn die Stadt das kostenlos? Dann gehe ich so aus, hier so die Zeichen, irgendwelche, könnt ihr da hinten sehen, irgendwelche Arbeiter. Ich möchte jetzt nicht zu penetrant filmen, sonst beschweren sie sich. Hier sind die Leute sehr empfindlich auf sowas. Aber immer, da sind da hinten irgendwelche Arbeiter, die malen irgendwelche Linien auf die Straße. Und dann bin ich halt mal rausgegangen, hab ein bisschen mit dem einen gelabert und hab ich ihn so gefragt. Darf ich fragen, was du hier machst? Und dann hat er mir irgendwas erzählt mit Vibro-Tracks. Was sind Vibro-Tracks? Sprachfehler. Ich dachte, ja, so, die machen einen Zebrastreifen, weil die Nachbarn hier, ich habe auch mal unterschrieben, dass wir dringend einen Zebrastreifen brauchen, weil ihr müsst euch vorstellen, dieser Abschnitt hier, hier hast du so einen 300 Meter langen Abschnitt, der ist genau gerade. Und ja, wenn der Berufsverkehr, also gerade so um die Zeit, wo ich ja dann den Abendstunden filme, brettert es hier gut entlang. Du siehst ja, jetzt ist es ziemlich gechillt so. Abends und nachts ist völlig okay so. Aber du hast dann diese Spezialisten, irgendwelche jungen Leute. Versteht ihr, ich gönne es auch den jungen Leuten, dass sie Spaß haben und so weiter. Aber du hast hier auch so eine Raserkultur. Das hast du auch in Deutschland. Diese komischen Biker, die so betont irgendwelche Geschwindigkeitsübertretungen und das kickt sie dann so. Diese Dullis hast du ja auch. Nur musst du bedenken, Deutschland hat dicke Autobahnen und irgendwelche gut ausgebauten Straßen mit perfekter Neigung und so weiter. Das hier ist ein Sammelsurium, immer noch an Straßen, die teilweise irgendwann mal das Osmanische Reich gebaut hatte, dann die österreichisch-ungarische Monarchie, dann kam der Genosse Tito, hat es asphaltieren lassen und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, das Straßennetz hier ist weit von dem entfernt, was du aus Deutschland kennst. Und hier verrecken wirklich viele Menschen im Verkehr, die so den Rausch der Geschwindigkeit, und du musst dir vorstellen, hier im Sommer, das ist geiles Wetter, Alter. Der Wind pfeift dir um die Nase. Ich habe auch manchmal das Bedürfnis, ich gebe jetzt einfach nur Gas. Habe ich auch gemacht als junger Mann, aber es ist scheiße. Stehst du? Ich habe auch schon mal so ein Ding gehabt, ohne Mist. Es ist eigentlich, das ist ein Podcast für sich, aber da komme ich, werde geblitzt, womit in einer übertriebenen Geschwindigkeit zu überträgen. Und der Bulle meinst du zu mir, ich schreibe dich jetzt nicht auf. Ich gebe jetzt, er zittert am ganzen Körper, als hätte er so einen Schock erlitten. Und meinst du zu mir, ich schreibe dich jetzt nicht auf. Ich gebe dir keine Geldstrafe. Aber fahr 500 Meter von hier. Da haben wir eben vor einer halben Stunde einen jungen Mann von der Fahrbahn gekratzt. Verstehst du? Wir haben seine Leiche nicht aufgeladen. Wir mussten ihn abkratzen. Und er ist auch so schnell wie du gefahren. Und wenn du da bist, das Blut, sein Blut ist überall noch auf der Fahrbahn. Ohne Scheiß. Es war auch wirklich so, genau so wie er gesagt hat. Ich habe gesehen, da war ein Unfall, da lagen irgendwelche Trümmer, da hatte es einen Typen übel zerrissen. Und weil es so ist, und weil ich ja auch hier gerne ein bisschen meine Ruhe habe. Jugend hin, Jugend her, Spaß hin, Spaß her, ist es okay. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht gesagt. Sie verlegen hier diese Bremsdinger, versteht ihr? Das hast du doch in Deutschland, aber hier hast du das übertrieben, also nicht übertrieben oft, aber sagen wir mal so, an den Stellen, wo irgendwelche Leute verreckt sind, da kommt dann der Staat an und verlegt diese Dinger. Das ist erstmal so die günstigste Methode, um irgendwelche Knallköpfe daran zu hindern, sich hier umzubringen. Und ohne Scheiß, ich habe hier schon länger gesehen, ich wurde hier schon angefahren von einer Russin. Und schätzt ihr es, ich stehe hier schon mal auf dem Weg. Da bin ich da hinten zu dem ersten Geschäft, das ist auch schon Jahre her, aber so eine Frau, so eine Russin im Geländewagen, ist übelst durch den Wind, hat sie irgendwie mega eilig, fährt mich so seitlich an mit ihrem Wagen. Die Frau steigt aus, drückt mir 100 Euro in die Hand, steigt wieder ein, fährt weiter. Das waren die schlechten alten Zeiten. Aber sagen wir mal, es ist okay. Verlegt hier ruhig diese Bremsdinger. Möge irgendjemand das Leben jetzt hier verschont bleiben. Und auch die ganzen Tiere, die sie hier immer überfahren haben. Du hast hier irgendwelche Haustiere von den Nachbarn. Dann, das passiert schon mal, die laufen auf die Straße. Ich meine, meine Landsleute sind nicht asozial, versteht ihr? Die überfahren nicht absichtlich irgendwelche Tiere. Aber es passiert halt. Und es passiert, weil sie zu schnell fahren hier. Ja, Halleluja, es ist vorbei. Die Bremse, das nennt man hier übrigens den liegenden Polizisten. Und er ist hier auch nochmal deutlich mieser als in Deutschland. Also
Sagen wir mal, wenn du da mit 60, 70 km/h durchfährst oder darüber fährst, das machst du einmal und dann machst du das nicht mehr. Weil das tut so einen Schlag in deinem Auto. Wie gesagt, du tust es einfach nicht mehr. Und ja, manchmal muss es halt, geht es halt nicht anders. Macht's gut, meine Bullis. Macht's gut.